Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Kerbal Space Program. Ja, es ist eine Zeit her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das letzte Mal war kurz nachdem ich den Videodreh gemacht habe von Crew-Austausch. Und ihr seht schon, es hat sich eines geändert. Wir sind mittlerweile in der 1.10 angelangt. Jawohl, es gibt jetzt Kometen und alles. Yes! Außerdem haben wir ein paar neue Mods. Ihr seht schon hier, wir haben ein erweitertes Spaceport. Außerdem haben wir Startrampen und einiges mehr. Aber das Modpack entwickelt sich immer weiter und ja, wenn ich neue interessante Sachen finde, füge ich sie auch noch immer hinzu. Aber damit ihr mal seht, was aktuell da ist, die paar schöne Sachen. Außerdem, ihr seht schon, die Texturen haben sich verändert. Ich habe einen neuen Texturmod installiert und den sehen wir dann auf anderen Planeten richtig schön. War viel Aufwand, ihn zu installieren, weil noch nicht alles mit Siegern funktioniert, aber ich musste alles auf Oldschool-mäßig machen. Aber okay. Ja, was ist mein Plan für heute? Ich habe keinen wirklichen Plan. Aber was ich im Kopf habe, ist, dass ich solche Temperaturregler gerne auf die Station hochbringen würde über Mann. Denn ich glaube, die können auch Radiotomotor, bla 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 bla. Ich glaube nämlich, dass die auch ein bisschen Radiation abgeben. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Für mich ist Kerbalism immer noch so eine Erfahrung, wo ich keinen Plan habe, was zur Nettigkeit, wie funktioniert teilweise. Und deswegen würde ich einfach gerne jetzt aktuell ein paar Radiators hochbringen. Einfach so ein Mini-Modul, was wir anhängen und dann das restliche Stück wegfliegen. Deswegen schauen wir uns jetzt kurz mal die Raumstation an, weil es ist sehr, sehr lange her für mich. Also ich glaube fast einen Monat her, seitdem ich das letzte Mal das Let's Play angefasst habe oder aufgenommen habe auch. Und da sieht man schon, ich glaube, es schaut schon wieder ein bisschen anders aus wie sonst. Wir haben keine Wolken. Vielleicht muss ich da nochmal was machen. Aber wir wollen hier hin. Wo sind, Mann. Wir haben ja alles auch ein bisschen aussortiert. Die Mann-Stage, hier ist der Moon Rover Alpha. Und hier ist die Mann-Station. Die fliegen wir jetzt mal. Und ich kann auch über eins auch noch informieren. Ich habe aktuell Sachen gekauft für ein bisschen größeres Projekt, mit dem ich in Zukunft die Raketen in Kerbal Space Program fliegen werde. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich bekomme die Teile ungefähr in 60 Tagen, weil die müssen aus China importiert werden. Und was war denn das für ein Knall? Aber schaut mal hier. Seht ihr das? Oh, sweet, sweet Jesus. Wir nehmen zwar gerade nur mit 30 FPS aus, aber das wird sich dieses Wochenende bei mir auch ändern, also bei euch die Woche davor. Denn ich habe mir eine RTX 380 gekauft. Bedeutet, das Ganze wird alles ein bisschen flotter werden. So, nicht viel quasseln. Mein Plan wäre es, hier diesen Radiator anzuhängen. Zu dem Teil sozusagen dazu, dass wir den hier dran hängen. Ich finde, das Spiel schaut jetzt so geil aus. Es schaut komisch, irgendwie auf eine gewisse Weise auch weird aus. Weil es einfach zu realistischen Blick hat. Aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir haben unsere neue Crew drin. Und ich würde die gerne länger als die alte Crew drin behalten können. Weil wir sehen ja auch hier wieder, dass hier wieder mäßiger Strahlung ausgesetzt ist. Und das Nitrogen, das ist ja irgendwie schon komplett wurscht. Aber ich würde halt wirklich gerne hier ein bisschen längere Tube anhängen mit ein paar Radiatoren dran, die fürs Erste dort handeln, bis wir endlich die ganzen Zwischenteile haben, bis wir das alles so aufbauen können, dass es besser Sinn ergibt, dass wir besser docken können und. Dass wir diese Station halt mehr wirklich dauerhaft bauen können. Bedeutet, wir gehen jetzt zurück zur Ortungsstation und ja, die Folge ist wieder komplett verplant, aber that's me. Und ich glaube, wir sind auch noch nicht so weit, oh, das müssen wir auch noch schauen. Dass wir ja nicht das Flugfenster zu Duna verpassen. Denn ich würde gerne beide Raketen losschicken. Einmal den Rover und einmal genauso den die Satelliten, damit wir relativ gleichzeitig mit beiden ankommen. 45 Grad, das wäre ungefähr hier. Ne, da haben wir noch eine Zeit hin. Da haben wir noch einen Zeitel hin. Und ich sage euch jetzt schon mal eins im Voraus. Duna schaut auch mega geil aus. Es gibt zwar noch ein, zwei kleine Bugs mit dem Texture-Plugin, zum Beispiel, dass die Höhe vom Boden mit den Füßen nicht übereinstimmt, aber das will er alles noch machen. Der Mod ist relativ neu und es ist viel, viel Arbeit dahinter. Und ich appreciate diese Arbeit, die er da leistet, denn es ist einfach ein mega geiler Mod und schaut richtig schick aus. Und ich würde hoffen, dass mehr Mods teilweise so ausschauen, wie das machen, wie das ausschaut, weil das ist, oh,
Ich weiß noch, wie Kerbal Space Program am Anfang aussah und das ist unvergleichbar, würde ich mal sagen. So. Ich will ein kleines Raketchen. Was ist denn größer? Wahrscheinlich sind sowieso alle wieder gleich. Ja. Ich wusste es doch. So, genau hier. Und dann packen wir einfach direkt drauf so eine Docking Station. Wir haben einen Standard Dock da ja dran. Also den hier. Jo. Shadow ist auch gleich versteckt. Zack, weg ist er. Hier. Und ich will halt machen, dass die durchlaufen können. Wird halt auch wieder Crew begehbar. Crew Capacity Passable, yes. Weil sind es die auch? Ja. Das ist auch passable. Crew Capacity Pass when Surface Attached. Okay, ja. Ich weiß nicht, was ich mir eigentlich gedacht habe. Warte mal, hier. Passable. Genau, ich will einmal das hier dran bauen. Lass mich das doch dran bauen. Kann man jetzt auch sozusagen die Fenster in... Nee, kann man hier nicht, oder? Wahrscheinlich. Spiegelflagge? Achso, da spiegelt die Flagge. Oh. Oh Gott, ich bin hier hirnrissig. Oder wir machen einen dünnen Croup. Also wir machen im Grunde... Kann ich da das Fenster anschalten? Insulate? Nee, kann ich hier nicht. Also es ist wahrscheinlich eine relativ bescheuert simple Mission. Aber ihr werdet merken, es hat seinen Sinn, dass wir in diesem Fall auch sowas haben. Wo ist das Dock wieder? Dock, wo bist du? Kurze Fix. Und für zukünftige Space Stations würden wir wahrscheinlich eh den hier verwenden, den neuen Adjustable Docking Port Passive und den Active One. Einfach weil es schlauer, glaube ich, ist. So. Genau, das Teil kommt drauf und dran kommt nicht Electricity, sondern Temperature. Lass das Zeug doch dran, Mann. Kühlmodul ausfahren. Warte mal, wir machen das nur noch um eins länger. Wir fügen dann noch ein so ein Part an. Die waren nicht wieder. Ich vergesse jedes Mal, wo dieser Scheiß ist. Dann will ich das aber anders bauen. Warte mal. Das schaut sonst kacke aus. Das schaut so unsymmetrisch. Symmetrical aus. Das ist das Endteil, kann das sein? Hä? Was zum Fick bist du? Radial Attachment Point. Wo die denn rausgehen können, oder was? Aber warum. Ach, den kann man. Das ist ein Attachment Point, wo wir sozusagen erweitern könnten, rein theoretisch. Okay. Für die Zukunft vielleicht gar nicht doof. Aber ich will halt meine kantigen, runden Dinge haben, da zum Einbauen. Das da geht noch nicht, da kann man nicht passen durch. Radiale Verbindungspunkte, gibt es auch solche hier. Flat Adapter. Ach, das macht es dann zu. Okay, das ist so ein Endstück. Genau, ich wollte noch... Ich komme wieder komplett von Thema ab. Typisch ich. YOLO. Hier. Genau. Und dann Radial. Wo ist es denn? Da. Ne, nur zwei. Ein bisschen drüber hier. Und das, ich sag euch, bin mir jetzt wieder so bummlaut. Das wäre ein großer. Den könnte man in Zukunft dann dran bauen. Aber jetzt, ich glaube, für unsere aktuelle Station reichen noch zwei kleine. Die sind vollkommen in Ordnung. Wenn die ausgefahren sind, haben die eh wieder voll die Größe. Zack. Sieht man schon. Aber natürlich, die werden höchstwahrscheinlich viel Hitze dann auch abbauen. Qualität natürlich hoch. Das soll 31 Jahre halten. Top-Module dürfen hier nur verbaut werden. Ich werde auch in Zukunft mehr darauf achten, dass wir dauernd dieses High-Modules... Ich weiß nicht, ob man das vielleicht irgendwo auch einstellen könnte. Dass er sagt, okay, immer die hohe Variante nehmen. Weil es ist teilweise doch ein bisschen nervig, würde ich sagen. Wenn es dauernd auswählen muss. So, warte mal. Zack, nee, das ist zu groß. Ist das der kleinere? Ja.
Also war jetzt eigentlich nicht mein Plan, den in die Farbe zu bringen. Electricity. Dann wahrscheinlich noch nicht die ganzen großen, ne? Bedeutet, wir packen hier zwischen Electricity. Und genauso wahrscheinlich das SAS-Modul. Das ist noch ein kleines. Wo ist das große? Was ist das? Ach, das ist das Christmas Control System. Das ist der Cosmod, den ich auch hinzugefügt habe. Ich glaube, um den haben wir uns aber noch nie wirklich viel gekümmert in dem Let's Play. Werden wir aber auch noch eine Zeit lang, glaube ich, eher weniger. Jetzt halt brauchen wir natürlich dementsprechend... Jetzt ist immer die Frage, wo ist was? Nee, das ist der falsche. So, genau. Einmal so. Daran werden wir jetzt aber keine... Oder haben wir kleine zum Beispiel. Also wirklich kleine. Ja, sowas hier. Sowas kann ich an mir einen Gang vorstellen zum Beispiel. Das geht. Dann können die nicht wenigstens ein bisschen schieben. Hier unten kommt ein großer dran. So, und dann brauchen wir natürlich... Natürlich, aber erstens brauchen wir hier zwischen, ich vergesse das, jedes fucking Mal einen Teil hier, so, klack. Und natürlich Structural sollten wir vielleicht jetzt auch befestigen. Weil das Ganze ist ja doch irgendwie fragile. Kopf hat da drin. Jetzt tun wir hier noch einen Satellite einbauen. Für die Communication. Communication. Temperature braucht er nicht. Der muss nirgends reinfliegen. Den würde ich eher auf die Erde zufliegen lassen, damit er kaputt geht. Wir packen aber trotzdem hier noch eins, zwei andere Energiezellen hin, damit er einfach die Masse kriegt. So. Weird schaut's aus, ja, aber ist ja wurscht. So, dann waren hier die Engine Plates. Und da machen wir Ankerpunkte, ganz viele rein. Und holen uns unsere Antriebe, kleine. Kleine, aber feine Antriebe, so. Kompakt. Kompakt, praktisch gut. Wie immer, zack. Und im Weltraum hat allein das Teil 1900 MS. Perfekt. Dann machen wir oben mal die Schnöze zu. Wir machen eine goldene... Ah ja, genau. Dadurch, dass wir auch in 1.10 sind, haben wir die ganzen tollen neuen Verkleidungen hier. Okay, vielleicht sollte ich so ein bisschen erweitern. Da sieht man, es ist nicht jetzt schon abgerundet und das macht natürlich schön. Wir müssen auch für alles neue Farben haben, ne? Die ESA-Farben zum Beispiel, hier können wir jetzt hier anbringen. Was wir ja doch gleich mal machen können. So, wir tun jetzt die Upper Stage, nach oben. Zack, ziehen raus und schieben hier wieder rein. Wir machen hier auf mittelkurz, glaube ich mal, und hier. Brauchen dann dementsprechend eine Stage. Ich überlege gerade, brauche ich für die obere Stage, brauche ich noch eine Zwischenstage oder nicht? Das ist jetzt eher die Frage. Brauche ich nicht. Wenn ich gut bin, brauche ich es nicht. Wenn gut, dann wäre es praktisch. Also nochmal eine Schubstage einfach nur. Als das, wir bauen noch eine Schubstage ein. Einfach safe is safe. Und ich will nicht eine Rakete im Weltall verlieren, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so Lust drauf. So, natürlich wieder in den ESA-Farben. Wir bauen jetzt eine ESA-Rakete. Gibt es das eigentlich hier auch? ESA-Kette? Kann ich nicht schalten. Und hier kommt aber ein fertiger Antrieb ran. Ist ja gut, Leute. Ist ja gut. Das ist ein Monotreibstoff. Das ist ein Monoantrieb. Menno. Ja, ist ja gut. Ich vergesse schon die Antriebe nicht. Liquid Fuel Engine, das wären natürlich auch welche. Orbital Manöver braucht das. Sind alles man. Ich hasse es teilweise. Man bräuchte so eine extra Section nur für die
Monopropellant-Antriebe. So, das ist jetzt einer, der viel Schub im Vakuum hat. Genau. Perfekt. Dann brauchen wir eine Lestage. Lestage. Da reicht aber eine Standard auch. So. Etherfarben. Etherfarben. Der kriegt noch unten eine kleine Station. Oder wie groß ist denn die Rakete gerade? Versuchen wir mal ein bisschen kleiner zu schießen. Wäre auch bestimmt funny. Versuchen wir mal mit der Größe. Und dann nehmen wir hier unsere Vollantriebe. Ja, ja. Zack. Den großen Antrieb in kompakt. Natürlich verbessert, weil was ist anderes sonst? Den hier müssen wir aber auch verbessern, damit er mindestens zweimal schießen kann. Und die Antriebe, die tun wir auch verbessern. Ich will ja nichts, dass schief geht so. Und diesmal... Wir müssen nicht auch neue Booster haben, oder? Nee. Kann ich den färben? Ja, Etherfarben. Das kann ich wohl nicht, die Etherfarbe dran. Oder hat er nur was anderes umgestellt? Was ist denn das? Weiß Ether. Wir machen es diesmal so, dass wir zwei Booster-Packs dran packen insgesamt. Also auch wieder ein bisschen anders. Wie sonst, aber ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Wo sind die Koppler? Bin ich jetzt blöd? Hier. Wir nehmen ja trotzdem die großen. Und setzen das erstmal auf, so wie es sein soll. Obendrauf brauchen wir aerodynamisch eine Spitze. Oh, die muss ich jetzt drehen. Das wird witzig. So, okay. Und dann nehmen wir die. Verdoppeln die. Und dann... Warte mal, ich muss jetzt gleich nochmal kurz... So. Eine ESA-like Rocket Fashion. Jetzt brauchen wir noch ein paar Struts natürlich. Dass das mal ganz ein bisschen hält. Da verwenden wir jetzt auch nicht viele, nur ein paar. So, zack. Zwei auf jeder Stage. Schaut doch cool aus, dieses Delivery System. Hat was. So, die starten alle zusammen. Ach, das sind die. Die kommen aber nach drüber, so. Genau. Und natürlich brauchen wir aber das jetzt. Ah, es funktioniert sogar wieder geil. Dann nehmen wir die ganze Rakete ein Stück runter. Und legen die fast auf den Start. Zack. Das ist die ESARUS 1V. Ein Trägerschiffchen. Aber Leute, ich würde sagen, 18 Minuten sind rum. Wir haben die ESARUS gebaut. Warte mal, können wir da rauszoomen? Ne, können wir nicht. Aber man sieht die massive. Wir speichern die noch ab. Ich hoffe, das funktioniert alles nach Plan. Wir gehen mal auf den Start. Meine Raketen funktionieren immer noch so dezent anders wie die von ESA, NASA und alles. Ich habe immer 3 Stages und ich glaube, NASA verwendet nur noch 2. Um zu delivern. In Low Earth Orbit und so Zeugs. Aber ja... Egal. Wir haben auch, glaube ich, beim letzten Mal ein Easy Deliver System für... Was ist denn dieser Knall immer? So. Da sieht man unsere Rakete ready for delivery. Aber Leute, wie gesagt, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Schaut auf Twitch vorbei, dort werde ich jede Woche circa 2-mal streamen. Ich schaue, dass ich sie irgendwie getimed kriege ein bisschen, damit ich es auch eintragen kann. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die ESARUS starten. Also, bis dann. Ciao.